Team kommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan Raab. Einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön, 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 meine sehr verehrten Damen und Herren. Frohe Ostern. Erstmal herzlich willkommen zu TV Total. Und heute haben wir natürlich wieder drei fantastische Nominierte. Unseren Titelverteidiger Johnny, den Schimpansen. Dann haben wir, das stimmt doch, ist ein echter Schimpanse. Und dann haben wir eine fantastisch aussehende junge Frau, Julia Siegel. Die haben wir nominiert für etwas, das zeigen wir Ihnen gleich. Und einen singenden Landwirt. Ja? Das zeigen wir Ihnen alles gleich. Und ich möchte Sie erstmal begrüßen mit einem Ostergruß. Das ist der offizielle Pro7-Ostergruß. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben bei Liebe Sünde. Schauen Sie mal gerade rein. Obwohl sie für die Fortpflanzung unerlässlich sind, führen sie im Wettstreit um Penisgrößen ein Schattendasein im dunklen Sack, die Hoden des Mannes. Schauen Sie, hätten Sie es erkannt? Da, jetzt habe ich es genau hier. Ja? Frisch rasiert bei ProSieben. Wo kriegt man das schon direkt am Anfang der Sendung? Einen Sack. Sie wissen, es ist Ostern und an Ostern laufen im Fernsehen alle möglichen Filme, die mit Jesus zu tun haben. Alle möglichen Jesus-Filme. Ben Hur und die Zehn Gebote und so weiter. Und ich weiß nicht, sind Sie heute eigentlich noch bibelfest? Kennen Sie sich ein bisschen aus? Gerade im Alten Testament, ja? Die sieben biblischen Plagen, die sieben Naturkatastrophen, die der liebe Gott auf die Menschheit geschickt hat, ja? Um sie zu geißeln und um sie zu züchtigen. Wissen Sie, wie die heißen? Die sieben biblischen Plagen? Rudi Carrell, Bernd Stelter, Mike Krüger, Kalle Pohl und Gabi Köster. Und jetzt sagen Sie, das sind doch nur fünf. Aber Gabi Köster zählt doch für drei. Ja? Und was würde Jesus eigentlich machen, wenn er heute noch leben würde? Logisch, Jesus hätte eine eigene Talkshow. Jesus am Mittag würde die heißen. Kann man sich schön vorstellen. Heute bei Jesus. Ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Ja? Und dann so in dieser Nebenkabine so gefilmt, sitzt dann der Heilige Geist, so Untertitel, Heiliger Geist weiß nicht, dass Maria heute hier ist. Ja? Kommt dann raus und sagt, ey, ich hab nie was mit der gehabt da. Ich hab die nie angepackt. Ja? Und wenn Sie sich mal die Geschichte von Jesus genauer anschauen, also verhöhnt, verspottet, gejagt, bespuckt, totgesagt und bombastisch wieder auferstanden, ist das nicht eigentlich die Geschichte von Modern Talking? Und wenn Sie eben gerade bei uns hier, bei unserem Sender ProSieben, Independence Day gesehen haben und vielleicht in der Werbepause kurz rüber gesäppt haben zum Feind, zur RTL, dann könnte es vorgekommen sein, dass Sie die blaue Kanone gesehen haben. Ein Film mit Verona Feldbusch in der Hauptrolle. Ja? Verona Feldbusch, Talent, Grazie, Anmut, ja? Nichts von alledem. Ja, in die blaue Kanone und in dem Film hat auch noch mitgespielt Ottfried Fischer. Und da habe ich mir gedacht, Ottfried Fischer und Verona Feldbusch in einem Film, ja, der Bulle von Tölz und das Ferkel von Piep, ja, als ich das erste Mal gehört habe, Ottfried Fischer und Verona Feldbusch in einem Film, habe ich gedacht, das ist eine Neuverfilmung von Dick und Doof. Ja. Naja, wir zeigen Ihnen aber mal einen Ausschnitt und machen Sie sich gefasst auf großartige Schauspielkunst, die blaue Kanone. Ja. Jutta, so bist du narrisch. Wir haben die Verena raus aus der Badewanne. Ja, wieso denn? Ach, wieso denn? Komm. So. Ja, entschuldigen Sie, meine Herren, dabei. Sonst schieben Sie uns ins Nachtprogramm. Ja, Harry. Ja, Jutta. Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Großartig. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ja! Und haben Sie gesehen, Verona Feldbusch in der Badewanne? Und wenn Sie ganz genau aufgepasst haben und hingehört haben, dann haben Sie auch den Blub gehört. Blub, blub. Dazu muss man genau aufpassen. Und jetzt, meine Damen und Herren, legen wir direkt los, denn es ist Ostern. Und Sie haben ein im Grundgesetz festgeschriebenes Recht darauf, an Ostern auch Osterhasen zu sehen. Und das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich war auf einer Hasenausstellung und habe das für Sie mal da mit den Osterhasen gecheckt. Hier ist Raab in Gefahr.
Oh. Wir sind hier. Oh. Arschloch. So, wir sind hier auf der großen Hasenlandesschau in Essen. Der sogenannten Hasienda. Jetzt wollen wir mal schauen, was hier so passiert. Wie heißt das hier? Ist das die Hasienda? Nein, das ist die Landesverbandsschau der rheinischen Kaninchenzüchter des ganzen Rheinlandes. Aha. Woher können Sie jetzt stimmmäßig einen Hasen imitieren? Woher haben Sie das gelernt? Ja, wo soll man es ja gelernt haben? Von Kind an mit den Tieren groß geworden und auch weiter. Halten Sie mal ein bisschen so? Ein bisschen höher so in die Kamera, dass man sehen kann? Ja. Halten Sie mal ein bisschen höher? Noch ein bisschen? So ist gut. Wollen wir mal schauen, was es hier alles so gibt, nicht wahr? Ja, hier fangen wir an mit den deutschen Riesen Grau, über deutsche Riesen Weiß, über die Riesenschecken, helle Großsilber, Großchinchilla, Hotdog. Hotdog? Hm, wo gibt's das? Da muss ich hin. Sie sind hier der Hasenfachmann oder was? Ja, nicht der Hasenfachmann, ich hab ein bisschen so Aufsicht mit hier. Also Sie sind quasi Hasi dann. Darf ich Hasi zu Ihnen sagen? Nix Hasi. Wir sind hier beauftragt von der Ausstellungsleitung, so ein bisschen aufzupassen. Ach so, dass hier keiner irgendwie weghoppelt. Mit rechten Dingen zugeht. Wie schmeckt so ein Hase? Der schmeckt gut. Ja? Ein Kaninchen meint er jetzt. Ach so, ein Kaninchen, ja. Ja, der schmeckt gut, muss bloß richtig zubereitet werden. Ach so. Wie nennt man das auf Chinesisch? Das weiß ich doch nicht. Hasi Goreng. Kein Rädchen mehr, genau. Da besinnt sich der Franz, eilt nach Haus geschwind. Ja, sehr schön. Dankeschön. Oh, da haben wir noch Glück gehabt. Oh. Sie legen sich auch mal Ihren Hosenstall offen, Ihren Hasenstall offen, dass die Hasen mal raus können. Nee. Seit wann sind Sie schon im Stimmbruch? Ich? Immer. Achso, alles klar. Armes Häschen muss nicht weinen. So, das war's von der großen Hasenausstellung der Hasienda in Essen. Richtig? Ja, ganz richtig. Tschüss. Ja! Großes von der Hasenausstellung. Oh. Und meine Damen und Herren, wenn Sie die letzte Sendung verfolgt haben, haben Sie gesehen, da ist was ganz Fürchterliches passiert. Wir haben einen guten Freund verloren. Sie kennen das. Unsere Pfui-Kelle ist kaputt gegangen, die wir immer zu ganz bestimmten Anlässen einsetzen. Zum Beispiel, wenn wir sowas hier sehen. Das war in der letzten Sendung zum Thema Nacktsport. Ja? Und da ist uns die Pfui-Kelle kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie dieses dramatische Ereignis miterlebt haben. Schauen Sie es bitte noch mal an. Und das ist natürlich... Oh. Das war ein wirklich schlimmes Ereignis. Aber, meine Damen und Herren, wir haben eine neue Pfui-Kelle. Und wir haben nicht irgendeine Pfui-Kelle, nein, wir haben die Pfui-Kelle 2000. Achtung! Wow! Und jetzt, Vorsicht! Die Pfui-Kelle 2000. Die hilft uns auch in Zukunft immer wieder, wenn wir etwas hören, wie zum Beispiel Ochsenpimmel. Dann machen wir Pfui. Ja? Und da sehen Sie, das ist bei ProSieben eigentlich an der Tagesordnung super Special Effects. Wenn Sie gerade Independence Day gesehen haben, da fliegen ganze Städte in die Luft, da kommen Raumschiffe über die Erde geflogen. Ja? Aber vergessen Sie bitte Independence Day, denn es gibt nur einen Sender in Deutschland, der die teuersten, die wahnsinnigsten, die atemberaubendsten Special Effects hat. Und das ist der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk. Und was ich da gesehen habe, das war eine virtuelle Welt, in der waren Tiere, Berge. Ja? Und ich konnte wirklich nicht Deko von Realität unterscheiden. Schauen Sie sich bitte das hier an. Fast
faszinierend. Täuschend echt, finde ich. Ja, aber wir haben noch was. Und zwar wahnsinnige Lichteffekte. Auch wieder beim MDR, dem Super-Effekt-Sender. Schauen Sie sich bitte das hier an. Verrückte Regendampf, Wasser fiel aus allen Wolken wie eine Wand. Ja, das ist faszinierend, oder? Und dann haben Sie vielleicht, den Film The Fog gesehen, Nebel des Grauens. Ja? Aber was wir beim MDR entdeckt haben, ist noch viel wahnsinniger. Schauen Sie sich bitte diesen Special-Effekt an. Du, meine Sehnsucht ist riesengroß und ich lass dich nie wieder los. Ich will dich nicht verlieren. Großartig, oder? Aus dem Waffeleisen-Kombinat in Waffeleisen-Lüttenstadt. Und jetzt, schauen Sie sich bitte das absolute Highlight an. An dieser Stelle stopp. Sie sehen Meer, Sie sehen Brandung, Sie sehen eine Sonne und Sie sehen eine sehr mysteriöse Tür. Und jetzt frage ich Sie, was ist das Grauenhafteste, ja, das Erschauderndste, was durch diese Tür kommen könnte? Das Ungeheuer von Loch Ness? Nein. Ja, der weiße Hai? Nein. Godzilla? Nein. Das Grauenhafteste, Erschauderndste, was durch diese Tür kommen könnte, ist dann auch tatsächlich durch diese Tür gekommen. Nehmen Sie sich in Acht. Ja, der gute Tom Astor. Was fällt mir dazu noch ein? Nichts mehr. Ochsenpimmel. Nein. Kleiner Spaß, meine Damen und Herren. Wir kommen zu unserem Titelverteidiger. Schauen Sie sich unsere Nominierungsmatz an. Hier kommt der Titelverteidiger. Showaffe Johnny. Ausgezeichnet für seinen schlagkräftigen Auftritt bei Andreas Türk. Und hier ist Johnny, der Schimpanse. Hallo, schönen guten Tag. Tag, Johnny. Willst du mal direkt zu mir kommen, Johnny? Johnny, komm mal direkt zu mir. Ja, so ist brav, hm? Ja. Oh, der duftet aber ganz gewaltig, wa? Johnny, hä? Wie war's denn? Hm? Wie war's denn beim letzten Mal? Hat's dir gut gefallen? Johnny hat ja letztens viel Gummibärchen gegessen. Hat er das gut vertragen? Ja. Mhm. Und meinst du, der kennt mich wieder vom letzten Mal? Bestimmt? Ja. Woran denn? Ah, an der Stimme. Johnny, er guckt ein bisschen irritiert, oder? Kriegen Affen zu Ostern was Besonderes? Essen die auch Eier? Nee. Hier sind keine Eier, aber hier so Bananen und so ein Zeug. Ja, warte mal, Johnny, ich habe aber eine Banane für dich. Guck mal hier. Ja. Was hat er jetzt vor? Der tut aber keinem was, oder? Nein. Wenn die richtig groß werden, können die ja gefährlich sein, ja, oder? Ja. Angeblich tanzt Johnny auch gerne. Kann das sein? Haben Sie? Der tanzt gerne? Ja, mit seiner Freundin. Mit seiner Freundin? Hat eine Freundin? Ja. Mit vier? Mhm. Ja, pass mal auf, Johnny, ich setze dich mal auf den Tisch. Kann man den mal auf den Tisch? Aua. Ja. Aua, nicht beißen. Oh. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich, guck mal hier. Was war jetzt der Reflex? Warum hat er jetzt hier? Andreas Türk hat er ja nur geschlagen. Allerdings an der richtigen Stelle, muss man dazu sagen, oder? Der hat los. Will. Johnny, wollen wir mal ein bisschen tanzen? Soll ich mal was spielen? Johnny. Ich habe Johnny Be Good eingeübt. Kennst du Johnny Be Good? Ja? Pass auf. Pass auf, Johnny, ich spiele jetzt, oder? Nee, mag er nicht. Nee. Mag er nicht. Vielleicht ist besser Gummibärchen. Und Schokolade dürfen die auch? Guck mal, Johnny. Oh, direkt den Affen an den Ohren gepackt. Alle Achtung. Ja, Johnny, ich sehe, zwischen uns kommt kein so richtiges Gespräch zustande. Ja,
kann man nichts machen. Meine Damen und Herren, Johnny, unser Show-Schimpanse, heute wieder nominiert für seinen Auftritt bei Türk. So, meine Damen und Herren, und nach der Werbung zeigen wir Ihnen Folgendes. Und zwar war ich unterwegs für Sie auf einer Ostereier-Ausstellung. So, da sind wir wieder. Ja. Ja, ganz schön zugebissen, der Johnny. Naja, aber besser als so. Ja, guck, da ist er. Das ist ihm auch ein bisschen peinlich. Niedlich Tiere, oder? Zu Hause, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt noch da sitzen, jetzt haben wir was für Kinder. Ja? Denn die Kinder lieben alle den süßen kleinen Osterhasi. Ja? Und der Osterhasi bringt ja immer süße kleine Ostereierli und so. Und jetzt fragen sich die lieben Kinder natürlich, was macht eigentlich der kleine süße Osterhasi, ja, wenn Ostern vorbei ist? Und deswegen muss ich jetzt immer gerade hier meinen Wahnsinnsmonitor ausfahren. Achtung! So, was macht eigentlich der kleine süße Osterhasi nach Ostern? Der ist nicht etwa weg. Nein, der kleine süße Osterhasi trifft sich mit seinen tierischen Freunden. Ja? Und wir haben mal bei N3 gefunden, mit wem er sich trifft. Er trifft sich nämlich mit der kleinen süßen Schlangi. Schauen Sie sich das mal bitte an. Hier sieht man das. Ja? Der kleine Osterhasi süß trifft die kleine süße Schlangi. Und die zwei wollen sich natürlich kennenlernen. Ja? Dann muss er erst ein bisschen fressen und dann gleich gibt es ein bisschen Schnupper. Schnupper, liebe Kinder. Und jetzt pass mal auf, wie lieb die sich haben gleich. Guck mal, dann nehmen sie sich in den Arm. Ist das nicht süß? Ja? Und jetzt, der Osterhasi hat es das ganze Jahr über dann schön warm. Gucken wir mal hier. Nur an den Hinterläufen hat es der kleine süße Osterhasi kalt. Ist das nicht putzig? So lieb hat der kleine Osterhasi und die Schlange, so lieb haben die beiden sich. Wollen Sie es nochmal sehen? Achtung, süß. Nicht? Ist doch süß, ein kleiner Osterhasi und eine kleine süße Schlange. Naja, gut. Meine Idee war es nicht. Ja? Das hat N3 gezeigt. Ja? Darauf möchte ich bitte, dass Sie darauf Acht geben. So, meine Damen und Herren, wir kommen zu unserer nächsten Nominierung. Und schauen Sie sich bitte an, wen wir nominiert haben. Nominiert für den Rab der Woche. Supermoderatorin Julia Siegel. Für die schwierigste Zuschauerfrage der Fernsehgeschichte. Und hier ist Julia Siegel. Hallöchen! Herzlich willkommen! Nimm bitte Platz! Also, eine Sache erstmal. Ihr habt mir letzte Woche ein ganz, ganz liebes Fax geschickt. Nein, warum? Ihr fandet meine Hippie-Sendung so toll und habt mich als Hippie eingeladen. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich als Hippie in die Sendung komme. Echt? Du hast eine Hippie-Sendung gemacht? Ja, und jetzt habe ich erfahren, dass ihr die gar nicht zeigt. Die Hippie-Sendung? Leider nicht. Und jetzt sitze ich hier als Hippie. Ich weiß gar nichts von der Hippie-Sendung. Es tut mir leid, aber steht dir trotzdem gut. Das ist nicht deine, das ist eine Perücke, oder? Das ist eine Perücke. Ja. Barfuß wie der Affe hier reingekommen heute. wir wollen den Zuschauern natürlich zeigen, warum wir dich nominiert haben. Denn du machst auf TM3, das ist ein Fernsehsender, liebe Zuschauer. ja, wissen viele nicht. Machst du eine Sendung, die heißt Schwupps. Ja. Und da habt ihr immer ganz ausgeklügelte Quizfragen. Ja, manchmal sehr intelligente und manchmal auch sehr einfache für Zuschauer wie dich. Genau. Und deswegen haben wir dich auch nominiert. Schauen Sie sich bitte diese Quizfrage an. Und schon sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Und somit auch bei unserer Preisfrage. Was wird aus Anna, wenn sie nass wird? Ein Apfel? Ananas? Oder eine Banane? Rufen Sie uns an. Die Telefonnummer wird direkt nach der Sendung eingeblendet. Ja. Sag's uns. Habt ihr Autoren, die sowas schreiben, oder? Nee, wir haben keine Autoren. Bei uns gibt es ja für schlechte Witze Prügelstrafe. Wie ist Ehrlich? Das bei euch? Ja. Na hallo. Nee, bei uns eigentlich Na nicht. Hallo. Na hallo, was machst denn du da? Nachdem ihr mich. Das hast du doch schon im Playboy gemacht. Ja, aber für dich extra noch einmal. Für mich extra noch einmal? Nee. Yeah.
Ihr wolltet ja, dass ich ein bisschen sexy komme. Wow! Soll ich dran machen? Hast du noch mehr dabei? Ja! Hey. Hallo! Das Mikrofon hätte ich aber auch gern dran gemacht. Willst du es nochmal zurechtmachen? Nee, nee, das ist, glaube ich, okay. Das ist, glaube ich, okay so. Wir schauen nochmal rein. Das haben wir auch gefunden bei unserem Sender ProSieben von dieser Fotostrecke für Playboy. Die Männer können es gerne als Vorlage benutzen, als sogenannte Vorlage. Besser, sie machen es zu Hause als irgendwo auf der Straße. Ach, bitte was? Ist es A, meine Apfel oder genau. Banane? Ist es A, eine Bettvorlage, meine Damen und Herren? Ist es A, eine Druckvorlage oder B, eine Linksvorlage? Ja. Was war's? Eine Sexvorlage. Dann bin ich aber erleichtert. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. Und wir haben noch was von dir gefunden. Wann läuft deine Sendung eigentlich immer? Jeden Tag 18:30 Uhr, TM3, Wiederholung um 11 Uhr vormittags. Jeden Tag um 18:30 Uhr? Jeden Tag täglich, yeah, das ist ja. Wir haben aber noch was von dir gefunden. Wir haben tief in unserer Archivkiste gegraben und haben einen Ausschnitt von dir gefunden, wo du bei Thomas Koschwitz zu Besuch warst. Schauen Sie sich das bitte an. Und jetzt, da. Der ist tatsächlich während der Sendung rausgekommen? Der ist während der Sendung nach 3 Minuten rausgefallen. Das aber so, das warnt sich doch an, dass so ein Zahn rauskommt. Ja, ich hab's denen ja auch gesagt, wo sagt der Zahn wackeln? Die sagen, mal kein Problem, das kriegst du schon irgendwie hin. War das noch ein Milchzahn, oder? Es war kein Milchzahn, ich hatte eine Zyste hier oben drüber und die hat den Zahn rausgedrückt, dann bin ich mit der Zunge dagegen gestupst und aus Versehen ist er rausgefallen. Tja. War aber nicht ganz so schlimm. So kann es gehen. Naja, okay. Bei mir ist alles Kronen, ist egal. Bei mir kann das nicht passieren. So. Kein Amerikanis. Julia, ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Ich hoffe, dass du nachher viele Stimmen von unserem Publikum für diese fantastische Frage bekommst. Julia Siegel, nimm bitte Platz in unserer Ehrenecke. Julia Siegel. So. Jetzt habe ich eine kleine Aktion, meine Damen und Herren. Ich zeige Ihnen erstmal ein Foto. Ein Foto von mir. Schauen Sie sich das hier an. Ganz normales Foto. So sehe ich heute aus. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum vor etwa 12 Jahren keine Frau was von mir wollte. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Foto aus meinem Führerschein. Und ich kann es mir trotzdem nicht erklären. Schauen Sie sich bitte dieses Bild hier an. Ja, was gibt's denn da zu lachen? So sah man damals aus, ja? Aha, weiß nicht, Nick Kershaw, Duran Duran, alle sahen so aus. Und Peter Maffay sah auch mal so aus. Genau, der hatte nur hier diesen riesigen Punkt im Gesicht. Und wir machen eine Aktion und ich möchte damit gerne anfangen. Wir fordern Prominente auf, uns ihre hässlichsten Fotos zu schicken. Und es zählen nur wirklich hässliche, wie Sie hier sehen. Und wir haben in der letzten Sendung unseren Titelverteidiger Walter Freiwald gebeten, das für uns zu tun. Und hier ist erstmal ein Bild von Walter Freiwald, wie er heute aussieht. So. Natürlich ganz der Gentleman. Und ein Bild aus dem Wehrpass, sowas gab es früher noch bei der Bundeswehr, von Walter Freiwald. Erschrecken Sie bitte nicht. Waltraud Freiwald. Und ab nächste Woche soll an diesem Platz, wo jetzt noch ein Fragezeichen steht, ein weiterer Prominenter hängen. Wir werden in jeder Sendung einen Prominenten oder eine Prominente auffordern, uns ein Foto zu schicken, wo sie wirklich absolut hässlich aussehen. Und den ersten Prominenten, den wir uns ausgedacht haben, bist du, Frauke Ludowig. Nächste Woche will ich von dir
hier ein Bild sehen. Und dann wird es natürlich auch eine Rangliste geben. Wenn ein hässlicheres dabei ist als Walter Freiwald, was ich mir nicht vorstellen kann, dann tauschen wir Walter Freiwald zum Beispiel aus. Oder mich. So, und jetzt habe ich was Österliches für Sie. Ich habe es schon versprochen. Ich war für Sie auf einer Ostereierbörse, auf einer Ostereiermesse. Und das zeige ich Ihnen jetzt. So, wir befinden uns hier vor dem großen internationalen Bonner Ostereiermarkt. Und das Ganze läuft hier heute zum Thema Faszination. Ei. So, dann wollen wir mal gucken, wo die Veranstaltung ist. Ich glaube, ich fahre erstmal in den ersten Eierstock. So. Schönen guten Tag. Darf ich Sie mal gerade was fragen? Ja. Oh, Sie haben eine schöne, wie sagt man, Tracht an? Ja. Ist das eine Eiertracht? Nein, das ist die sorbische Bautzner Ausgetracht. Oh, das ist die sorbische. Haben Sie sowas, würde mir auch bestehen. So, hier werden auch prominenten Eier ausgestellt. Wir haben hier zum Beispiel, schauen wir mal hier, Dennis Rodman oder Arnold Schwarzenegger. Das ist Reinhold Beckmann. Oder hier, grün, Joschka Fischer. So, und dann haben wir hier noch Dieter Bohlen und Thomas Anders. Weißt du mal, ich suche hier den verantwortlichen Eileiter. Sind Sie das? Verantwortlichen Eileiter? Sind Sie in der Halle drin, wo die Eier sind? Ach so, da lang? Ja. Danke. Jetzt muss ich Sie mal fragen, wie lange brauchen Sie denn, um so ein Ei fertig zu bemalen? Zwischen 25 und 30 Stunden. Es ist nicht bemalt, sondern gekratzt. Wie, gekratzt? Alles. Ich habe hier ein Mache ich auch gelegentlich Eier kratzen, aber mir geht das anders. Das ist die verantwortliche Eileiter, haben wir uns gesagt. Ja, du fehlst mir hier noch auf der Veranstaltung. Echt? Wirklich, ja. Da sehen Sie noch sehr Glück gehabt. Da haben Sie ja richtig Glück gehabt. Machen Sie das auch so im Familienkreis und bemalen Sie ja, auch mal die Eier Ihres Mannes? Nein, nicht ganz so. Bitte? Die streichle ich lieber. Nee, mit Ihrem Mann zusammen. Ach, jetzt hören Sie mal. Sie sind internationale Aussteller, Sie kommen aus Holland. Ja, darum ist das. Dass das Eier auf Holländisch Klöten heißt? Das ist Klöten? Klöten? Das höre ich zum ersten Mal. Aber ich bin erst 72 Jahre in Holland. Also ach so. Was heißt denn Eier auf Holländisch? Ein Ei. So, und jetzt halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Hier auf der Eierausstellung gibt es nicht nur Eier, sondern hier gibt es auch den größten Eierschneider der Welt. Und jetzt halten Sie sich fest, da spielt auch noch jemand drauf. Schauen Sie hier. Kennen Sie denn irgendwelche spezifischen Eierlieder? Ich? Keine. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ein Ei ist kein Ei, zwei Ei ist ein halbes Ei, drei Ei ist ein Ei. Was ich noch sagen wollte, jetzt weiß ich auch wieder, woran Sie mich erinnern. Woher ich Sie kenne. Ja, kennen Sie hier, sagt mal, von wo kommt ihr denn her? Nein, ich nicht. Kennen Sie nicht? Nein. Schlumpfinchen, Sie sehen ein bisschen aus wie Schlumpfinchen. Hier blau, ja. Ja. Ist mir nur so eingefallen. Kennen Sie I just called to say I love you denn? Was? I just called to say I love you. Oder I am what I am. Alles große, bekannte Eier. Nein. Kennen Sie nicht. Ei, Karneval in Rio. Ja, aber ja, sehen Sie. So, das war's von der großen internationalen Bonner Ostereier-Ausstellung. Unter dem Thema Faszination Ei, ein bisschen mehr was für Frauen dieses Mal. Das nächste Mal ein bisschen mehr was für Männer von der Ausstellung Faszination Titte. Bis dann. Ja, meine lieben Damen und Herren. Ich habe wieder mein großes Buch rausgeholt, denn jetzt kommen wir zu unserer Love Story der Woche. So, es war einmal ein frommer, weiser Mann, der sich entschlossen hatte, den Armen und Verwirrten zu helfen. Also ging er dorthin, wo die Not und das Elend am größten waren, in die Talkshow von Birte Karalus. Ja? Und er ging extrem gerne dorthin, weil Bärbel hatte Schnupfen. Und Sonja war ihm zu ordinär. Ochsenkimmel. Ja. Und dieser fromme Mann war von Ilona bis Fliege bekannt, weil er nicht nur klug, sondern auch noch schön war. So. Und wie immer musste der fromme Prophet das Elend nicht lange suchen. Direkt bot er einer unglücklichen Frau behutsam seine Hilfe an, um zwischen ihr und ihrem Mann zu vermitteln. Ist der Vogel heute hier? Dem werde ich mal gleich zeigen, wo der Ziegenbock den Honig hat.
Der Mann wollte also zeigen, wo der Ziegenbock den Honig hat. Genau. Er wusste genau, wie er mit seinen Schäfchen in schwierigen Situationen umzugehen hatte. Und als er dem Vogel gegenüberstand, zeigte er ihm, wo er der Ziegenbock den Honig hat. Drittes Buch Mose, drittes Kapitel. Am dritten Tag trennte Gott Feuer vom Wasser. Jetzt frage ich dich, du Socke voll Popcorn, welchen Chor möchtest du bei mir spielen? Möchtest du das Feuer sein oder das Wasser? Ja. Da sich aber der Vogel nicht ganz sicher war, ob er lieber Feuer oder Wasser oder Feuer oder Feuer, Wasser sein wollte und immer noch nicht kapiert hatte, wo der Ziegenbock den Honig hat, ja, erlaubte Birte ihm, sich mal zu dieser Socke voll Popcorn zu stellen. Meinst du, du kriegst das in aller Ruhe hin, dich davon in aller Ruhe hinzustellen, mit dem zu reden, ohne dass ich Wasser von Feuer trennen muss? Birte. Ja. Also auf Armlänge. Armlänge. Auf Armlänge also stellte er sich neben diese Socke voll Popcorn. Diese Socke voll Popcorn und besann sich aber dann direkt auf seine eigentliche Mission, der armen Frau zu helfen. Ich habe sie gesehen. Diese Frau ist labil. Ich möchte dir nicht zu nahe treten. Aber du hast Komplexe, ne? Was habe ich? Komplexe. Ja, was habe ich? Nun ging es der Frau natürlich nicht besser, aber wenigstens hatte sie ein schönes neues Wort gelernt, Komplexe. Und dann war es aber Zeit für ihn weiterzuziehen und er hinterließ, wie immer, seinen mysteriösen Namen. Ihr könnt ruhig Pater Blauauge zu mir sagen. Pater Blauauge also. Und fortan wusste jeder bei Birte Karalus, was Pater Blauauge verkündet hat, und zwar... Wo der Ziegenbock den Honig hat. Das ist unsere kleine Love Story für diese Woche. Und hier... Ach, guck mal, ist unsere zweite Nominierung für heute Abend. Nominiert für den tollsten Fernsehpreis, wo gibt. Bauer Hilleringmann, der singende Landwirt, für seine Ode an die Gülle. Und hier ist der singende Landwirt. Herzlich willkommen! Danke. Sagt man Sie Nein. Unter Bauern zueinander? Du. Du. Wir sagen immer du. Du, ja. Hilleringmann. Ja, Heiner. Heiner, wo kommst du her? Ich komme aus Unna-Birmerich. Unna-Birmerich, das ist ganz in der Nähe von? Dortmund. Dortmund, ja, das kennt schon jemand. Jetzt haben wir dich nominiert, weil wir im Fernsehen was gesehen hatten. Du hast dich vorgestellt und du bist bekannt als der singende Landwirt und hast ein Lied gemacht. Über Gülle. Ja, so ist es in der Tat. Ja, und das schauen wir uns gerade mal an. Pflanzen brauchen Dünger und im Kot ist Energie. Die Kinder malen zum Beispiel im Kunstunterricht Güllefässer. Und im Gesangsunterricht wird nur dieses Lied gesungen. Ja. Mit einem Güllefass aus Unna-Birmerich. Wenn jemand auf mich zukommen würde und würde sagen, würdest du beim Grand Prix mitmachen, dann würde ich sagen, ja, okay. Ja. Landwirt Hilleringmann. Und ist schon jemand gekommen? Ja, ich habe ja mittlerweile einen Plattenvertrag bekommen. Ja, das ist sensationell. Jetzt echt ein Plattenvertrag. Welche Plattenfirma war das? Die Plattenfirma EMI, Electrola. Ah, die. Die schon wieder. Ja. Und das gibt es jetzt wirklich auf dem Markt. Wie heißt der Song? Pflanzen brauchen Dünger. Pflanzen brauchen Dünger. Ja. Das ist eine tierische Hookline. Ich finde auch, du hast ein bisschen Ähnlichkeit mit diesem Sänger von Oasis, oder? Sieht ein bisschen so, doch, noch eine Sonnenbrille und so. Wir wollen natürlich auch mal eine kleine Kostprobe hören. Ich habe zufälligerweise eine Gitarre gerade gefunden hier hinten. Das Lied hast du selber geschrieben. Ja. War eigentlich mehr Spaß, oder? Ja, sicher. Also meine Kollegen, die haben dieses Lied überhaupt hochgebracht. Die waren immer sehr begeistert von diesem Lied. Ich habe das öfters auf Geburtstagen gespielt. Ach so. Und die Leute waren immer hellauf begeistert, haben über den Tischen gelegen, haben gelacht. Und irgendwann hat mal einer zu mir gesagt, also Heiner, wenn du davon eine CD machen würdest, ich würde die kaufen. Ja, und das war natürlich Grund genug. Und dann habe ich gesagt, also ab Dezember habe ich gesagt, zu Karneval mache ich eine CD. Ja, und es ist auch dazu gekommen. Dazu ist es gekommen. Ja, leg mal los. Bauer Hilleringmann mit seinem Lied Pflanzen brauchen Dünger.
Ja. Ja. Grüße. Pflanzen brauchen Dünger und im Tod ist Energie. Gibt man ihnen Gülle, wachsen sie wie noch nie. Der Bauer spannt den Traktor vor das große Güllefass, holt das dicke Saugrohr und befüllt es das. Güllefass aus Unna-Bilmerich, fuhr er die Gülle fort. Er war ein Mann wie ich. Er wollte wochenlang immer nur Gülle fahren. Er war ein Mann wie ich, hatte Sandalen an. Wir haben natürlich keine Zeit, das Lied ganz zu spielen. Wir haben natürlich keine Zeit, das Lied ganz zu spielen, denn wir sind ein bisschen knapp mit Sendzeit, aber das Lied gibt's ja auf CD. Ja. Ja, es war ein großartiger Auftritt. Bauring Hillermann, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und nimm bitte Platz in der Ehrenecke. Und nach der Werbung, meine Damen und Herren, sehen Sie bei uns Folgendes. Ich habe für Sie wieder Randgruppenwitze an Randgruppen persönlich getestet. Das sehen Sie gleich nach der Werbung hier bei TV Total. Bis gleich. Zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich habe es Ihnen eben vor der Werbung versprochen. Achso, das wollte ich noch mal kurz zeigen. Weil es einfach so schön zu Ostern passt. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen versprochen, ich habe für Sie wieder Randgruppenwitze getestet, aber nicht an irgendwem, sondern an den betroffenen Randgruppen selber. Wir befinden uns hier auf dem Vorplatz der Universität zu Köln, morgens früh um 8. Hochbetrieb. Und jetzt will ich mal schauen, ob ich hier nicht einen kleinen Test machen kann. Was ist der Unterschied zwischen einem Ochsenschwanz und der Krawatte eines Studenten? Gibt's da einen? Ja. Der Ochsenschwanz bedeckt das Arschloch komplett. Was sagt ein Student mit einem gebügelten Hemd, Bundfaltenhose und Krawatte? Keine Ahnung. Herzlich willkommen bei McDonald's. Warum haben asiatische Studenten so schmale Augen und vorstehende Zähne? Warum? Warum? Meine Damen und Herren, jetzt sind Sie auch schon wieder gefragt, denn Sie können abstimmen, wer unseren Rat der Woche diese Woche bekommt. Drücken Sie bitte auf Ihre Geräte. Ich zeige Ihnen nochmal die drei Nominierungen für den heutigen Tag. Und zwar haben wir als Nominierte, als Nummer 1 für den Rat der Woche, unseren Titelverteidiger Johnny, den Schimpansen. Oder fanden Sie den sexy Strip von Julia Siegel so gut, dass Sie sagen, sie bekommt den Rat der Woche? Oder Bauer Hilleringmann für seinen Song Pflanzen brauchen Gülle? Dann stimmen Sie bitte jetzt ab, drücken Sie auf Ihre Geräte. Ja. Und da ist sie auch schon. Und jetzt sehen wir Johnny und Julia und der singende Landwirt noch gleich auf. Es wird spannend bis zum Schluss. Wer bleibt als Erster stehen? Hey, da wird es knapp zwischen Johnny und dem und der singende Landwirt gewinnt heute unseren Rat der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Der singende Landwirt. Aber auch Julia, herzlichen Glückwunsch. Und Johnny, ja? War großartig. Und wir haben, guck mal, der will zu dir. Und wir haben, Heiner, wir haben für dich noch mal einen Menschen, der dir noch mal kurz etwas sagen wollte. Und zwar diesen hier. Wo der Ziegenbock den Honig hat. Ja. Und wenn Sie das bis zur nächsten Sendung wissen wollen, dann schalten Sie am nächsten Montag, am Montag in einer Woche wieder ein, am 12.04. um 22.15 Uhr. Dann gibt es eine neue Ausgabe von TV Total. Bis dann. Vielen Dank. Schöne Ostern.